Hallo ihr Lieben, guckt mal, wie schön wir hier stehen. Wir sind in Hundlosen, mit T geschrieben, Hund mit T, Hundlosen. Ja, ein schöner Platz hier, ne? Guckt mal, schön im Grün, ganz friedlich. Wirklich, wir haben gerade gefrühstückt und wirklich einen schönen Platz. Ja, nebenan ist die Schule. Aber da ist ja jetzt nichts los. Wir haben ja Ferien. Auf der anderen Seite ist der Sportplatz mit Vereinsheim und so weiter. Da ganz hinten, da hinten durch, geht es zu dem Festplatz vom Ort, Schützenplatz. Ja, guckt mal, stehen wir doch echt nett hier. Finde ich jedenfalls. Mir gefällt es ganz gut. Das Einzige da hinten ist die Straße, so eine Durchgangsstraße zwischen den Orten. Aber da stehen wir ja noch ein bisschen weit weg. Und da ganz hinten ist die Fähr- und Entsorgungsstation. Ja, Stromsäulen sind ein bisschen rar. Es sind nur 3 Steckdosen und alle da hinten mit dran. Wir werden dann heute Abend da nochmal hinfahren vielleicht, dass wir dann nochmal das Auto aufladen. Aber jetzt brauchen wir keinen Strom. Wir stehen hier ganz gut. Ja, das Wetter spielt doch noch so ein bisschen mit. Es hat sich vorhin ziemlich zugezogen. Da haben wir schon gedacht, das wird nichts mehr. Aber es geht. Und die Lotti. Lotti liegt unterm Auto. Hm? Lottchen? Na komm mal her. Wollen wir mal gucken, ob wir Lotti locken können. Lotti, komm mal her. Komm. Komm. Ja, komm mal her. Wie macht Lotti? Hübsch. Oh, super. Ja, supi. Gleich mit der Beute losziehen. In Sicherheit bringen. Yeah. Na gut. Wollen wir mal zu Hunde gehen? Ja. Ja? Dann mal gucken, ob ich schaffe. Lotti, schau mal. Was machst du denn da? Blumen sammeln? Das Härchen? Der Mann und sein Hund. Hundlosen. So ihr Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind an der Hunte. Wild romantisch. Aber mit dem Kanu macht das bestimmt Spaß. Aber sieht echt dreckig aus. Aber wahrscheinlich ist es der Untergrund. Ne? Es kann ja sein, dass das Wasser in Ordnung ist, aber der Untergrund ist so komisch und vielleicht ist es deshalb dunkel. Aber voll. Wilde Natur, muss ich sagen. Wow. Wow, guckt mal, was für ein gewaltiger Baum das ist. Eine Eiche. Ja, ist das eine Eiche? Wow, ist der toll. Super schön, ne? Und hier vorne ist noch einer. Alles Eiche. Aber da hinten. Und da sind schon Äste abgebrochen, guckt mal.
musste schon dem Wetter etwas von seinem Leben abgeben. Hier unten liegt es. War trotzdem total beeindruckend, so ein Baum. Ne? Wie alt mag der sein, ist ja irre. Sehr beeindruckend. Außer Lodgy, die ist nicht so beeindruckend davon, ne? Und die muss Gras fressen. Und fällt's dir hier auch ganz gut? In Hundlohe? Hundlose. Hundlose. Lose. Hundlosen. In Hundlosen. Genau. Ja, aber es ist wirklich schön hier, ne? Ja. Schöner Weg. Echt, mir gefällt's. Das Kino gefällt, es geht allen gut. Oh. Naja, das ist ja nicht, ne? Nur immer ich. Ja. Dafür zeige ich euch immer ganz tolle Plätze, wo ihr sonst noch nie wart und hinkommen würdet. Ja. Moin! Moin! Aua! Moin! Oh, was habt ihr denn da alles dabei? Meine Güte. Wir sind ein paar Tage unterwegs. Oh, na dann. Das ist schon notwendig. Dann. Viel Spaß. So, jetzt sind wir in Sulingen und nähern uns unserem Stellplatz. Hi. Hier nicht das Finanzamt. Nach 200 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Rechts ist unser Stellplatz. Juhu. Mal gespannt, wie es ausschaut. Hier sieht man nicht, dass es neu gestaltet ist. Nee. Da hinten vielleicht, da haben sie was. Ja, da könnte man wegen Antennen abfangen, müssen wir ja da. Ja.
Guten Morgen. Guten Mittag. Es ist 12:04 Uhr. Ja, wir sind in Suling angekommen. Ja. Hier waren wir schon zwei oder dreimal. Ne? Letztes Mal waren wir hier, da war der große Sturm. Und da ist neben uns der Baum noch umgekippt, weißt du noch? Ja, da war, ich weiß gar nicht, wie der Sturm hieß, der hat ja so einen besonderen Namen. Ja. Und da ist dann morgens die Feuerwehr gekommen. Ne? Ja, ich habe noch, wir haben irgendwie im Bett schon gelegen und dann... Wartet mal, ich mache euch mal hier ein bisschen runter. So, angenehmer. Wir hatten im Bett gelegen und dann war ein seltsames Geräusch und dann sage ich zu Guido... Abends war das, ne? Ja, was war das denn jetzt? Oh, sagt er, da ist doch jetzt ein Baum umgekippt und tatsächlich. Ja, und fast wirklich so neben uns, ja. 3 Meter neben uns, 2 Meter. Das war schon Riesenbaum, Abenteuer. Echt. Ja, ja. Ja, das war heftig hier. Das war unsere Erinnerung an Suling. Ne? Ja. Obwohl das hier echt schön ist hier. Die haben den Stellplatz ja, die bauen oder sind gerade dabei, den Stellplatz umzubauen, zu modernisieren. Die haben hier so Parzellen geschaffen. 10 Stück, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 10 Stück. Oder 12. 12. Und Wasser und Strom und Fähr- und Entsorgung, das müssen sie noch machen, da sind sie aber dabei. Ja, ein bisschen Arbeit. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich noch fertig werden. Ja, wir werden nachher mal hier ein bisschen spazieren gehen. Hier ist hier dieser See, dieser Erholungssee. Naja, gucken, ob wir hinkommen. Ne? Da vorne war gesperrt. Da hinten kommen wir aber rüber. Und ich hoffe, dass ich ein paar Drohnenaufnahmen machen kann. Also erlaubt ist es hier. Schon geschaut. Das Wetter spielt natürlich heute wieder mal nicht mit. Aber ist halt so, ne? Es ist, wie es ist. Der norddeutsche Sommer. Hagelsturm. Und wir haben aber auch schon schöne Zeiten. Also auch schon sehr heiß. Und ja, wir haben alles gehabt eigentlich diese Fahrt. Aber es ist halt sehr extrem dieses Jahr. Von Klimawandel. Von einem Extrem zum anderen. Und jetzt wollen wir was essen, ne? Wir haben noch nicht gefrühstückt. Habe ich heute Morgen bekommen, nach dem Gassi gehen. Ja, jetzt essen wir erstmal was. Machen es uns einfach gemütlich hier heute. Ne? Ja, so haben wir uns vorgenommen. Oh, Lotti will auch mit aufs Sofa. Na gut. Lotti will ins Bild. Lotti will ins Bild. Na, komm mal her, sag mal guten Tag. Komm mal her. Upsa. Hallo. Ja. Ich bin auch da und will mal guten Tag sagen. Guck mal, da musst du gucken. Ja. Hallo und ich will mit aufs Sofa. Ja. So, guckt mal, der neue Stellplatz in Sulingen. Ja, da stehen wir doch ganz schön. Sind einige Stellplätze hier. Ich glaube 10 Stück. Ja, 10 Stück. Lotti, komm mal her, komm. Lotti, komm. Komm hierher, komm. So, und hier soll noch die Fähr- und Entsorgungsstation hin. Da sind sie noch am Bauen. Strom wird noch vorbereitet. Oh. Ja, das wird doch ganz lustig. So,
Der Stadtsee von Sulingen. Ja, guckt mal, wie nett das hier ist. Timer auf. Thank you.
So. Gyros, ne? Oder ja. Gyros mit vegan auf alle Fälle mit Fladenbrot. Ja, genau. Im Fladenbrot mit angerösteten Zucchini und Zwiebeln, bisschen Gewürze, Knoblauchsoße, Tomate. Du bist schon am Essen. Im Fladenbrot. Oh, schmeckt lecker. Sieht gut aus. Ich denke auch, dass es schmeckt. Guten Morgen, Guido. Hallo, na? Wie hast du geschlafen? Schlecht. Wenig. Schlecht. Warum das denn? Ich musste öfters raus mit Lotti. Lotti hat Durchfall. Oh. Ja. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab ja fest geschlafen. Und du bist ja, hast dich ja auch geopfert, bist immer rausgegangen. Dreimal oder zweimal warst du draußen. Ja, so ist das, wenn man einen kleinen, süßen Hund hat. Ist es manchmal auch ein bisschen anders, ne? Ist wie es ist. Ist wie es ist. Ja, wir melden uns heute nochmal, weil wir auf unserem fast gewohnten Abschlussstellplatz in Rodewald sind. Ne? Hier beginnen wir ja meistens immer unsere Tour und schließen die Tour ab. Wir sind ja ziemlich nah von zu Hause. Und sind natürlich dann auch schon am Ende unserer Sommertour. Ja, mal wieder. Aber es geht ja auch bald wieder los. Bist du traurig? Nein. Nein? Ein bisschen vielleicht, aber es muss ja auch mal aus. Ich bin schon ein bisschen traurig. Aber ja, klar, wir sind auch wieder froh, mal wieder nach Hause zu gucken. Ne? Ja, und das Wetter spielt ja auch jetzt so nicht mit, so richtig. Heute Morgen war nur Regen. Ja, ich bin im strömenden Regen mit Lotti rausgegangen. Badehose an, Regenjacke an und dann sind wir durch den Regen gestapft für zwei. Ja, ja. Aber es ging alles. Ja. Ja, das Wetter hat eigentlich die ganze Zeit, weiß ich nicht, war total unterschiedlich, ne? Richtig heiß mal. Wir haben alles gehabt, was man so haben kann, wettermäßig. Sturm, Hitze. Regen, Hitze. Ja, alles dabei gewesen. Das im Sommer, ne? So typisches Aprilwetter. Ich glaube, der Sommer fällt diesmal aus. Wir gehen direkt vom April, also vom Frühling in den Herbst. Ja, schauen wir mal, wie es kommt. Naja, aber wir hatten trotzdem eine schöne Zeit, oder? Ich hatte eine schöne Zeit. Ach, ich nicht? Das weiß ich ja nicht. Doch, natürlich hatte ich auch eine schöne Zeit. Ist doch immer schön mit Findus unterwegs. Ja. Ja, wie ihr wisst, hatten wir ja nichts Spektakuläres gemacht. Wir sind ja nur durchs Emsland gefahren und durch ein bisschen durch Friesland. Ein bisschen durch Holland. Einen Tag, ne? War auch ganz nett. Ja. Ja. Rosinenbrot gekauft. Genau. Ja, also im Großen und Ganzen fand ich es ganz schön. Ich auch. Ne? Und wir wollten uns jetzt hier nochmal melden bei euch zum Abschluss. Und uns bedanken, dass ihr uns treu bleibt. Ne? Wir würden uns wünschen, wenn ihr unseren Videokanal natürlich abonniert. Daumen hoch. Daumen hoch gebt. Und einen ganz tollen Kommentar schreibt. So einen ganz lieben Kommentar. Ja, das wäre schön. Also da wünschen wir uns ein bisschen mehr Beteiligung. Ne? Wäre ganz schön, wenn ihr einfach mal so schreibt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, genau. Was wir vielleicht verändern können. Ja. Und verbessern können. Ja, da sind wir auf eure Hilfe ein bisschen angewiesen. Würden wir uns also freuen, wenn ihr einfach ein bisschen was schreibt. Ja, genau. Wir antworten auch. Auf alle Fälle. Ja. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Danken euch nochmal und wünschen alles Gute. Und sagen tschüss. Tschüss. Bye, bye. Von Rodewald. Jetzt geht's nach Hause.
Ja, das Wetter spielt auch schon keine Rolle. Geht auch nicht mehr mit. Fängt schon wieder an zu regnen. So, bringen wir noch schnell unser Wasser weg, unser Schmutzwasser. So, wollen wir mal das Abwasser rauslassen. Oh, fast, wisst ihr? Naja, bleibt das schon hin. Schau mal. Ein bisschen weniger aufmachen.